Die anaerobe Verstoffwechselung von Pyruvat wird als Gärung bezeichnet. Neben der alkoholischen Gärung, die sich unter anderem auch die Hefen zunutze machen, gibt es zum Beispiel noch die Milchsäuregärung. Und Gärung ermöglicht es, die anaerobe Glykolyse, also den Ablauf der Glykolyse ohne Sauerstoff, aufrechtzuerhalten. Weil damit die Glykolyse ablaufen kann, wird im sechsten Reaktionsschritt der Glykolyse NAD+ benötigt und unter anaeroben Bedingungen, also der Abwesenheit von Sauerstoff, kann die Atmungskette nicht ablaufen, wo normalerweise dieses NAD+ regeneriert wird. Und die alkoholische Gärung stellt daher einen Weg dar, den viele Mikroorganismen nutzen, um eben unter Abwesenheit von Sauerstoff trotzdem die Glykolyse aufrechtzuerhalten, und zwar indem dieses NAD+ in Form einer Gärung regeneriert wird. Und bei der alkoholischen Gärung ist es jetzt so, wir haben Pyruvat. Und das wird im ersten Schritt zu Acetaldehyd umgewandelt. Dafür löst sich die Bindung zwischen diesen beiden Kohlenstoffatomen. Es kommt zur Dekarboxylierung, also diese Carboxygruppe, CO2-Gruppe, hier oben löst sich ab. Beide haben wieder einen Bindungsplatz frei und der Kohlenstoff der Carboxygruppe geht dann eine Doppelbindung zu diesem Sauerstoffion ein. Es hat dann also zu beiden Sauerstoff eine Doppelbindung und dieses Sauerstoffion hier gibt sein überschüssiges Elektron ab, also diese Negativladung ist durch das überschüssige Elektron entstanden und das gibt jetzt der Sauerstoff ab auf ein Proton, also ein H+, und aus diesem H+ und einem Elektron entsteht dann wieder ein Wasserstoffatom. Und dieses Wasserstoffatom bindet dann hier an den Kohlenstoff, wo sich ja die Carboxygruppe abgelöst hat, und wir haben dann Acetaldehyd. Also dieser Kohlenstoff macht eine Doppelbindung zu diesem Sauerstoffion. Das Sauerstoffion gibt sein Elektron an ein Proton ab. Wir haben dann CO2 und einmal ein Wasserstoffatom aus Proton und Elektron, das sich hier anlagert, sodass Acetaldehyd entsteht. Und hier, jetzt ist die Strukturform ein bisschen umgeschrieben. Wir haben aber immer noch die CH3-Gruppe mit dem Kohlenstoffatom und der Doppelbindung. Hier mit der Doppelbindung. Und hier, wo jetzt die Carboxygruppe war, ist jetzt halt ein Wasserstoffatom. Im zweiten Reaktionsschritt lagern sich dann zwei Wasserstoffatome an, und zwar wird die Doppelbindung zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff hier gespalten. Beide haben wieder einen Bindungsplatz frei und dann lagert sich sowohl an den Sauerstoff als auch an den Kohlenstoff ein Wasserstoffatom an. Hier am Kohlenstoff das erste Wasserstoffatom vom NADH, hier, das lagert sich dann an diesen Kohlenstoff an, sodass wir dann hier ein weiteres Wasserstoffatom gebunden haben. Und hier an den Sauerstoff, wo jetzt die Doppelbindung sich gelöst hat, hier lagert sich dann ein zweites Wasserstoffatom an. Und da ist es eben wieder so, wir haben ein Proton, also ein H+, das nimmt sich noch ein Elektron vom NADH. Und dann haben wir eben ein Wasserstoffatom, was hier an den Sauerstoff bindet und ein NAD+. Also ein Wasserstoffatom lagert sich hier an den Kohlenstoff an. Dieses Proton und ein Elektron lagern sich an den Sauerstoff an. Wir haben NAD+ und Ethanol. Diese Form der Gärung wird auch in der Lebensmittelindustrie genutzt, zum Beispiel bei der Bäckerhefe, also wenn wir einen Hefeteig machen. Es entsteht ja im ersten Reaktionsschritt hier dieses CO2, also Kohlendioxid. Und dieses Kohlendioxid sorgt eben für das Aufgehen von Hefeteigen, also dadurch entstehen diese Bläschen im Teig. Ein weiteres wichtiges Produkt ist eben das Ethanol, das entsteht, sprich bei der Herstellung von Alkohol wird ebenfalls dieser Prozess genutzt. Wie der Name ja auch schon sagt, alkoholische Gärung werden eben alkoholische Getränke mithilfe dieser Gärungsform hergestellt, zum Beispiel beim Bierbrauen mithilfe der Brauhefe.